Zwei Easter Eggs habe ich vergessen. Eines hier in der Wand. Finde ich aber schon schwer. Also man erwartet nicht, dass deins ist. Und beim normalen Durchzocken sieht man das vielleicht nicht so. Als Zuschauer, wie gesagt, wieder was anderes. Da hat man immer das Gesamtbild im Auge. Und hier ist der zweite Pixel Luigi. Ich danke auf jeden Fall den ganzen Kommentarschreibern, wie immer. Super cool. Ich liebe es, hier mit euch so zusammenzuarbeiten. Ich feiere das einfach. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Was geht, Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge von New Super Luigi U. Und ich sehe gerade, dass die liebe Mopsy aufgetaucht ist. Oh, mein bester Freund. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn wirklich. Übrigens haben mir noch einige in die Kommentare geschrieben, dass man auch als Mopsy hier in dem Spiel zocken kann. Möchte ich in dem LP allerdings nicht machen, weil man dann unbesiegbar ist, glaube ich. Und das finde ich irgendwie übel lame. Dafür müsst ihr, glaube ich, ZL oder ZR gedrückt halten, wenn ihr ein Level betretet. Nur damit ich es mal im Video erwähnt habe oder im Projekt, aber ich habe nicht vor, das zu tun. So, und jetzt verfolgen wir den lieben Mopsy durch die Palette der Piranha-Pflanzen, ne? Da sind wir mit der Feuerblume vielleicht gar nicht so schlecht ausgestattet. Ja, gucken wir mal nach, ob wir den Dude geschnappt kriegen. Ich hasse es, dass du schnell sein musst, aber gleichzeitig aufpassen. Ich hasse die Mopsy-Jagd. Also, wie soll man denn hier schnell agieren, ohne zu sterben? Ich check das nicht. Ich hasse die Mopsy-Jagd in New Super Luigi U so krass, ich glaube das gar nicht. Jetzt! Sich einmal treffen lassen, dann die Unverwundbarkeit nutzen und dann einfach übelst durchspeeden. Eine andere Chance hast du ja eigentlich gar nicht. Oh, okay. Pierchel, die ist mir eigentlich relativ egal. Ich bin einfach nur froh, dass ich es gemacht habe. Wie gesagt, die Mopsy-Jagd ist für die 100% wichtig. Na, man muss in jeder Welt Mopsy gefangen haben, ansonsten kriegt man am Ende nicht die 5 Sterne. Und das ist unser Ziel. Ja, wir wollen die 100%. Und was wir für 100% auch brauchen, ist die Kandisminen abzuschließen und damit auch den Turm. Unterstrom im Drehwurmturm. Und Unterstrom klingt für mich wieder nach diesem Jahr. Das war der schnellste Tod ever. Also ohne Witz, ich glaube, das war wirklich der schnellste Tod ever in einem Level. So, und jetzt war ich schneller, mein Freund. Das war nämlich mein ursprünglicher Plan, aber ich wusste nicht, dass der auch direkt seine Attacke zündet. Okay, geil. Na? Flammen. Keine Ahnung, wie nennt man das? Räder. Na, heißt der Drehwurmturm. Habe ich Turbo Bock drauf. Boah, und ich wurde nicht getroffen, ne? Das ist ein Wunder. Okay, sehr schön. So, und nicht anders muss das sein. Hier ist direkt noch eine Eisblume. Die werde ich da einfach mal schön lassen. Wenn man hier im richtigen Zeitpunkt durchspinnt. Na, ah, da würde ich sagen, kann man dem entkommen. Jetzt kommen wir auch noch Strom. Ah. Okay, aber Moment mal. Der Strom verbreitet sich nicht hier drauf. Wie normalerweise auf den Plattformen. Oh, auf die kann ich nicht drauf hüpfen. Auf die kann ich nicht drauf hüpfen. Das habe ich gelernt. Oh. Wie, Freunde? Oh nein, jetzt. Das war übrigens, glaube ich, schon Starcoin Nummer 3. Was? So. Was zur Hölle? Hier muss doch irgendwo ein versteckter Block sein. Egal ob Item. Ah, ja. Kann ich hier noch weiter hoch? Ja, kann ich. Dachte ich es mir doch. Da oben ist Starcoin Nummer 3. Die hole ich mir auf jeden Fall noch. So, weg mit dir. Sehr schön. Und da ist auch der Pixel Luigi. Okay, bloß Starcoin 2 fehlt mir. Werde ich gleich nachholen. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den Boss. Und das ist hier, glaube ich, nicht Bum-Bum. Den haben wir ja schon besiegt. Das müssten hier auch genau so Elektroviecher sein. Es ist zwar nur eines, aber es kriegt jetzt bestimmt irgendeine asoziale Verstärkung von Kamek und ich hasse sie. Wirklich, nein, das ist... Oh mein Gott. Yo, Bro. Das ist wirklich purer Hass. Man hüpft hoch und wird dann halt leider im Flug nach oben erwischt und dann so, ja, übrigens, du hast jetzt verloren. Ich werde safe draufgehen.
Oder? Okay, wir haben ihn nochmal erwischt. Ein Wunder. Aber... Komm, hüpf nochmal hier hoch. Sei dumm. Ja, du bist dumm. Okay, wenn er sich natürlich wirklich anstellt, wie ein Nichtschwimmer im Schwimmbecken. Ah, das war ein LP-Markus-Vergleich. Wenn er sich einfach anstellt wie ein Trottel, ja, dann sind wir natürlich noch in der Lage, hier zu gewinnen. Okay, ist in Ordnung. Taugt mir. Jetzt haben wir erstmal die zweite Starcoin-Nacht zu. Das ist wichtig. Das ist das, was zählt. Let's go. Okay, wir haben ihn besiegt. Das ist eine gute Sache, denn das gibt mir die Möglichkeit, hier mir die zweite Starcoin zu snacken. Sehr schön. Jetzt noch den hier mitnehmen. Und dann besiegen wir hoffentlich nochmal den Dude. Aber das müsst ihr euch nicht mehr angucken. Sehr schön. Dann hätten wir das auch geschafft. So, und dann können wir weitermachen. Jetzt ist nur die Frage, gab es irgendwo ein Secret Exit? Seht ihr da unten die Knochenbahn? Das sieht irgendwie verdächtig aus. Ich drücke jetzt auf jeden Fall erstmal hier drauf. Ne? Dadurch können wir nicht mehr zurück. Und wir können nur hier lang. Und ich habe die Vermutung, dass es in diesem Level ein Secret Exit gibt, der uns dann da unten zu der Knochenbahn führt. Da gucken wir aber gleich nach. Jetzt gehen wir erstmal... Wie hieß das? Irgendein Schwebe-Schiebe-Labyrinth oder so. Das sieht irgendwie verdächtig aus, dieser Abgrund, aber ich springe da jetzt nicht rein. Das kann eigentlich nur mein Tod sein. Let's go. Was geht hier ab? Okay, was soll mir das aussagen? Komme ich da hoch? Ja, easy. Ist das so gewollt? Er muss ja fast, ne? Muss ja fast. Ja, sehr, sehr, sehr interessant. Okay. Oh nein, nein, nein. Okay, hier muss man, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen, was man tut, ne? So, es kann halt immer sein, dass sobald du einmal so auf diesen Schalter drückst... Jo! Du dir halt irgendwas verbaust oder so. Ja, und da kann ich hoch, oder? Ja. Okay, damit kürze ich aber auch nur viel Stuff ab, was eigentlich gar nicht mein Ziel ist. Ich will ja auch die Starcoins und so weiter haben. Oh, sehr verrücktes Level. Und ich habe wirklich Angst, dass ich mir halt irgendwas verbaue. So, und da haben wir schon. Da habe ich mir direkt was verbaut. Aber macht nichts. Wir sammeln gleich mal Erfahrungswerte für Starcoin Nummer 3. So, den Schalter da drüben habe ich jetzt absichtlich übersprungen, um dann hier hinzuspringen. Okay, das war richtig. Ja, okay. Starcoin Nummer 2 verpasst und auch den Pixel Luigi. Der kann halt auch überall sein. Vielleicht hinter irgendeinem Block. Na, ich schätze mal hinter irgendeinem Eisenblock. Das kann ich jetzt aktuell noch nicht sagen. Oh, hier ist nichts mehr. Dann drücken wir mal hier drauf. Vielleicht sehen wir ihn hier noch irgendwo im Vorbeiflattern. Nein. Okay. Wir haben aber sowieso noch die zweite Starcoin. Das Level war irgendwie wack. Also jetzt mal ohne Witz. Das hatte doch gar keinen Content. Also ich habe 3 Schalter gedrückt, bin ein bisschen von A nach B mit den Blöcken gerast, da war ich schon im Ziel. Also das hat sich gerade einfach null nach einer Herausforderung angefühlt. Aber es sieht mir jetzt auch nicht nach Secret Exit aus. Nee. Moment mal, hier muss es woanders einen Secret Exit geben. Gibt's hier einen Secret Exit? Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber irgendwie muss ich zu dieser Knochenbahn kommen. Jetzt machen wir aber erstmal Kandismin 7 nochmal. Und ich hole die zweite Starcoin. So, dann holen wir uns hier Starcoin 2. Und dann schauen wir einfach mal ab, was abgeht. Oh, haha, hier ist der Pixel-Luigi. Gefunden. Nice. Okay, optimal. Aber ich gucke mir jetzt nochmal ganz genau dieses Level hier an. Oder vielleicht auch nochmal das da oben. Ich glaube eher das hier. Ich glaube, hier haben wir den Secret Exit übersehen. Ach, suchen wir ihn. Okay, Leute, ich habe nachschauen müssen. Der Secret Exit befindet sich im Tower, im ersten Tower. Denn hier kann ich eine Stampfattacke ausführen. Und da feuert uns eine Röhre nach oben und die führt uns dann zum Secret Exit. Finde ich schon ein bisschen heavy versteckt, aber was soll es. Ab und zu muss ich dann doch mal was nachgucken. Ich meine mich sogar zu erinnern, dass das jemand in die Kommentare geschrieben hat. Ich glaube sogar Chris, aber... Na, nicht sicher. Vielleicht labe ich hier auch gerade nur Müll. Also auf jeden Fall hat er irgendwie geschrieben, dass es hier eine Kanone gibt und dass man eine Stampfattacke machen muss. Aber ich dachte, das wäre irgendwie nur für ein One-Up. Aber da ist der Secret Exit.
der uns hier zu diesem Level führt, was ich jetzt schon die ganze Zeit erreichen wollte. Und da werden wir jetzt auf jeden Fall auch hingehen und das wird mit Sicherheit, das ist safe so ein Achterbahn-Level. Und das sind Level für Fails. Die kann man Knochenbahn bei Tag, die kann man nicht mal eben im First Try zu 100% schaffen. Da muss man einfach viel ausprobieren, viel machen und irgendwann im 5., 6., 7., 8., 9. Versuch klappt das dann. Dann kriegt man die auch mal. Okay, jetzt habe ich den aktiviert, wollte ich gar nicht, jetzt bin ich tot. Man kann ja den Null Überblick. Null. Jo, ich lebe noch. Wie kann das sein? Und jetzt habe ich die Starcoin verpasst. Und jetzt wurde ich getroffen. Aber ich mache trotzdem weiter. Einfach nur, um zu gucken, was abgeht. Na, dass auch ich einen Überblick bekomme, was hier los ist. Ja, aber. Was machen denn die Pflanzen jetzt hier? Können die sich bitte verpissen? Danke. Ich finde das nicht cool. Das ist alles andere als cool. Okay. Oh, da wäre die Starcoin Nummer 3 gewesen. Yo. Aber ich lebe noch. Was passiert, wenn ich hier rüber gehe? Ah, okay, dann geht es hier mal so in der Endlosschleife weiter. Interessantes Level. Ausbeute nicht vorhanden. Pixel Luigi? Nicht vorhanden. Aber ich sag mal, wir können positiv hervorheben, dass wir jetzt im zweiten Versuch bis zum Ende geschafft haben. Auf die erste Starcoin kann ich jetzt zum Glück gepflegt koten. Oh nein, das muss ich aktivieren. Jetzt wurde ich getroffen. Das ist doch scheiße. Aber wir haben immerhin... Da oben ist der Pixel Luigi gewesen. Habt ihn gesehen? Da war er. Schaut, Tempo 50% oder so, aber da war er an der Decke. Man hat ihn gesehen. Jetzt nochmal gescheit, jetzt hat man da oben gesehen. So, Starcoin 3 kommt jetzt hier dann irgendwann, ne? Ja. Nein, schon wieder verpasst. Das ist doch zum Kotzen. Aber ich bring jetzt auf jeden Fall erstmal Starcoin 2 sicher ins Ziel, dass ich die nicht nochmal holen muss. Und dann holen wir Nummer 3. Jede wird einzeln abgeholt. Okay, wir haben sie. Sehr schön. Und damit sollten wir jetzt auch heil im Ziel ankommen und haben dann auch das Secret Level zu 100% geschafft. Made it. So, und damit wir den Part auch noch rein vom Spielfortschritt her zu einem guten Ende bringen, machen wir jetzt noch das Castle von Welt 6 und haben dann damit hoffentlich die ganze Welt zu 100% abgeschlossen. Nachschub für Roys Fließbandfestung, ne? Oh no, es ist diese Form von Festung. Oh, ich dachte schon wieder, ich wäre tot. Okay, wir haben Starcoin Nummer 1. Da oben ist nichts. Ja, ne? Herzlich willkommen in der Eisenblock-Produktion. Das waren schon Level, die mir im Originalspiel sehr böse aufgestoßen sind. Ich finde die wirklich sehr schwer. Weil man hier irgendwie immer so ein bisschen vorausahnen muss. So, ja, was passiert? Was muss ich tun? Da unten ist der Pixel Luigi. Und. Okay, jetzt geht's weiter. Boah, immerhin schon mal Starcoin 2 und das ist... man kann sich halt ja auch hier wieder Starcoin-technisch so leicht was verbauen, das ist halt nicht mehr feierbar. So, aber ich mache jetzt hier mal weiter. Ich denke, Starcoin 3 kriegen wir noch nicht. Die wird hier drüben irgendwo sein. Das ist dieser Secret-Eingang, den wir schon auf der Overworld gesehen haben. Ich schaue mal kurz, ob es hier ein Item für mich gibt. Oh, ja, gibt es. Sehr schön. Ne, deswegen bin ich auch eigentlich ganz entspannt. Wir kamen zum Glück hier relativ schnell durch. Wie gesagt, im Originalspiel ist das schwieriger, weil da natürlich der Spieler mehr Zeit hat im Level, weil man dann natürlich nicht diesen Zeitdruck aufbaut, wodurch sie natürlich auch diese Eisenblöcke viel fieser und intensiver in das Level einbauen können. Das wollte ich sagen. Gut, Roy. Ich glaube, das war der mit der Kanone, ne? Ja, genau. Der war gar nicht so easy, glaube ich. Oder? Oder bilde ich mir das jetzt nur ein? Ne? Er hat auf jeden Fall mal den Treffer gelandet.
Das hat schon mal nicht jeder gegen mich geschafft. Und was mache ich hier für Müll? Ja, als ob der jetzt auf mich drauf hüpft. Ich habe ihn noch nicht einmal getroffen. Jo, okay, ich habe das Gefühl, ich schaffe den Kampf nicht. Das wäre jetzt schon bitter, ne? Das wäre halt wirklich bitter, wenn ich gegen den Cooperling im Kampf sterbe. Aber ich hatte es irgendwie im Gefühl. So, den lasse ich jetzt einfach gar nicht mehr rauskommen. Darf ich nur nicht hier irgendeinen Konzentrationsfehler machen. Aber den lasse ich hier gar nicht mehr aus seinem Panzer raus, ne? Gut, wir sind schlauer als ihr. Aber wir sind ja noch nicht durch. Wir sind ja noch nicht durch. Wir müssen noch den Hintereingang nehmen. Mach das nicht bei Frauen. Cut zum Hintereingang. Nein, ich cutte natürlich nicht. Weil wir uns jetzt natürlich erstmal hier alles aufbauen müssen. So, da ist der Weg in die siebte Welt. Aber wir müssen uns noch den Weg nach da hinten aufbauen. Das ist das Wichtige. Und dafür müssen wir einmal den roten Button drücken. Ne? Den hier. Und dann müssen wir genau den Secret Exit nehmen. Anders geht das gar nicht. Und dadurch, dass wir den Secret Exit nehmen, entgehen wir jedem blauen Block und können deshalb hier den roten Weg gehen und kommen zum Hintereingang des Schlosses. Und hier sollte jetzt hoffentlich Starker Nummer 3 auf uns warten. Zumindest ist das meine Vermutung und ich habe auch das Gefühl, hier wartet der Tod auf mich, weil hier extrem viele Hotheads auf mich warten. Da wollte ich den Satz gerade zu Ende bringen. Das ist aber ganz schön fies. Ich bin einfach mal so frei und nehme mir eine Feuerblume. Weil hier kriegt man halt gar kein Item, ne? Und bis ich als kleiner Luigi hier jedem Hothead ausweiche. Ich könnte mal gucken, ob hier was ist. Nee. Nehme ich mir hier lieber ein Item mit, weil hier muss ich halt auch übel schnell sein. Ja, so, das ist. Dem kannst du ja fast gar nicht ausweichen. Und ihr habt aber gesehen, wo die Starcoin ist. Ich krieg das auch hin, als kleiner. Ich krieg das auch als kleiner Luigi hin. Ich glaube an mich. Okay, das ist besser. Was ist hier? Oh, noch ein Item. Sehr schön. So geht das Ganze. Und jetzt hole ich mir kurz die Feuerblume. Dann besiege ich Roy. Und dann kriegen wir hoffentlich die Meldung, dass wir die sechste Welt zu 100% abgeschlossen haben. Und sehr schön, wir haben es geschafft. Alle Sternmünzen aus den Kandis-Minen geborgen. Auch Mopsi haben wir uns geholt. Dementsprechend haben wir die sechste Welt komplett abgeschlossen. Und jetzt bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Da gehen wir in die siebte Welt. Die wird, glaube ich, ziemlich herausfordernd. Aber wir schaffen das. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.